Und damit, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Ganz genau. Es scheint, wenn ich das hier so richtig einschätze, geht es hier aufs Finale zu. Danach sieht es nicht so aus, als würde noch eine Welt kommen. Jetzt nur noch Stage 5 und vermutlich der Boss. Aber man weiß ja nie. Kann ja auch was anderes kommen. Es ist sehr ruhig hier oben. Ich hoffe, ich störe hier niemanden. Oh nee. Nee, die Leiter verheißt nichts Gutes. Oder bin ich mir jetzt ganz unsicher, ob ich mich freuen soll oder nicht? Wir schauen einfach mal. Von dem hier mag ich eigentlich Magie am meisten. Full Life sind wir. Aber... Oh, kann ich das mitnehmen? Das wäre zu strong, wenn ich das im Bosskampf platziere. Ja, okay, es ist auf jeden Fall ein Bosskampf. Er kann mich hier oben nicht hitten. Ihr nennt es Hacking, ich nenne es Bug-Using. Es bitte sagt mir nicht, dass es ein Boss-Rush ist. Wir hätten das Schwert nehmen müssen. Ja, safe nicht. Ich will hier lebend durchkommen und nicht noch die 100% kennen. Aber alles gut. Boss-Rush finde ich gar nicht mal so bad, weil ich kann mich nämlich fast an keine Bosse mehr aus dem Spiel erinnern. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn da nochmal meine Gedanken ein bisschen aufgefrischt werden. Oh, der kann springen, okay. Opa Klops ist das. Bitte nicht nochmal springen. Oh mein Gott. Komm rein da ein bisschen. Nein, bitte. Okay, er ist down. Hm. Und natürlich müssen wir jetzt auch seine Fähigkeit nehmen für das nächste Zahnrad. Safe nicht. Ich komme mit dem Stein gar nicht klar. Oh, das wisst ihr ja. Oh, wir werden hier echt nicht gut geheilt. Ja, hier mit dem Stein so ein bisschen drauf bouncen. Oh, das ist gar nicht gut. Wir haben fast keine Leben mehr. Er will uns Magie halt auch geben. Oh, aber das weiß ich halt im Vorhinein nicht. Bitte jemand, der nicht springen kann. Natürlich kann er springen. Oh mein Gott. Komm, bisschen rein da. Ja. Nein. Oh, bitte nicht. Okay, jetzt wird gegrindet. Okay, okay, okay. Boah, das ist mir alles eigentlich schon zu knapp, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, mit Wasser komme ich noch weniger klar als mit dem Stein, glaube ich. Werden wir den letzten Kampf überleben? Falls es überhaupt der letzte ist, ist es der letzte. Ey, wenn das nicht der letzte ist, dann ist das das schwerste Level, das wir je im Spiel hatten. Macht auch Sinn, das ist vor dem Final Boss. Oh ne. Ich hätte schon gern den Robotypen. Weil da kann man auf Distance gehen und so. Das ist nicht bad, das ist nicht bad. Außer wir haben jetzt... Wer bist du denn? Hui. Oh mein Gott. Okay, okay. Bam. Uiuiui. Okay, er ist down. Den habe ich tatsächlich unterschätzt. Aber der Robo ist der Robo war die gute, weil ich muss mich voll konzentrieren. Sorry, dass ich so wenig rede. Aber ich muss mich echt krass konzentrieren. Es tut mir leid. Aber das ist echt nicht das Einfachste. Und es kommt noch ein Kampf. Nein, wir sind fertig. Wir sind safe. Also wenn wir fertig sind, das wäre geisteskrank. Und wir werden nochmal voll geheilt. Das ist gar kein gutes Zeichen. Wir sind fertig?
Das habe ich mir tatsächlich anders vorgestellt. Aber, ja, war okay. Ja, noch schön die 1 mitgenommen. Das war ein cooles Level. Warum sind nicht alle Level so? Ich war beim letzten Mal tatsächlich schon wirklich kurz davor, das Game einfach nicht mehr weiterzumachen. Aber ich habe mich dann doch noch so ein bisschen gerafft und dachte mir, jetzt komm, jetzt machst du es doch fertig. So ist nicht mehr viel. Aber das Game ist echt heavy. Das Game ist echt heavy. Ja. Und das da oben macht's nicht besser. Ich wollte hochfliegen. Es gibt ein einziges Sammelobjekt. Oh, ich habe gar kein gutes Gefühl. Wir starten direkt mal rein. Wir sehen uns auch gleich wieder. Nee, nee, Kirby, du musst episch hochlaufen. Du musst hier ganz episch hoch. Ey, dieser Turm macht mir halt richtig Angst. Ich weiß nicht, was das hier rechts ist. Das da. Ich weiß nicht, was das ist. Aber sonst nehmen wir... Nee, ich will eigentlich bei ihm bleiben. Ich weiß nicht, was uns erwartet, aber ich glaube, der Mac ist nicht bad. Ich glaube, dass ich damit nicht viel falsch mache, aber man kann sich ja auch täuschen. Das soll ja auch vorkommen. Okay, seid ihr ready, guys? Here we go. Oh, das ist einfach... Natürlich ist das... Gibt's keinen Bosskampf. What the hell? Ach so. What's going on? Ich werde hier 10.000 Jahre für brauchen. What the hell? Okay, wir ballern. Okay, der ist aber machbar. Oh mein Gott. Komm. Was macht der? Was ein Scammer! Stopp! Deine Fähigkeit will ich haben. Safe. Der Smart, ihr wisst Bescheid. Oh, dumm. Bumm. Nochmal die hier? Ja. Wo ist er? Da ist er. Zack. Okay, eigentlich ein Geschenk tatsächlich. Bam. Zack. Mit dem Hackebeil in sein Gesicht. Wunderbar. Und die Heilung. Die Heilung macht das Erlebnis gerade so schön. Er kommt. Und er wird komplett aus dem Leben gefeuert. Er lebt immer noch ein Stück. Okay, okay. Es scheint, als wäre er damit besiegt.
zu strong, muss man mal gesagt haben. Ich habe mir den Endboss actually viel, viel schwerer vorgestellt. Aber das war ja jetzt irgendwie nicht so schwer. Aber Magolors Schiff ist wiederhergestellt. Wunderbar. Ja, ja, du hast es geschafft, Kirby. Die Lore ist wieder komplett funktionstüchtig. Die Ruder, beide Flügel, das Emblem und der Mast, alles ist wieder da. Auf diesen Moment habe ich so lange gewartet. Du bist ein Held, Kirby. Ich schulde dir eine Reise zu meinem Heimatplaneten. Eine Reise nach Halkandra. Halkandra liegt in einer anderen Dimension. Aber die Lore wird uns in 0, nichts dorthin bringen, keine Sorge. Pack deine Picknickdose ein, Kirby. Wir fliegen nach Halkandra. Let's go. Warum habe ich das Gefühl, dass wir gerade nicht den Endboss besiegt haben? Und mir dabei auch aufgefallen ist, dass das Spiel noch gar nicht so lange geht. Ah, es hätte mir eigentlich klar sein müssen. Oh no. Level 6 Eier Elektrik. Waren meine Erwartungen so tief, dass ich dachte, dass das Spiel schon vorbei ist? Es geht scheinbar noch. Ich wollte sagen, spaßig weiter, aber es geht scheinbar weiter. Ach. Ja, mal schauen, was uns hier erwartet. Die Welt sieht geisteskrank aus. Den Mac nehme ich. Oh, ein paar neue Gegner. Finde ich schön. Yikes. Yikes. Ich bin durch. Hier könnte was freigeschalten werden? Nö. Man weiß es ja nicht, Guys. Vor allen Dingen kann es sein, dass das Game viel lauter hier ist. Auf einmal. Boah, please. Oh mein Gott. Aber wir haben die Cannon. Und wir hätten auch noch sehr viel Zeit gehabt, die Cannon zu erreichen. Bisschen leiser hier mal für mich. So. Der irgend so ein Musikmagier. Oh, lol, was? Ja, nach oben ballern, nach oben ballern. Let's go.
One-Up wird mitgenommen. Wir haben 28 One-Ups. Wir können scheinbar noch eine ganze Weile sterben, ohne dass es irgendwelche Auswirkungen hat. Ah, okay, die schießen immer nach unten. So, jetzt muss ich hier wieder ein bisschen mehr sagen. Tschüss, ist der Final Boss Cup jetzt vorbei. Jetzt kommen wir wieder zu den alltäglichen Themen. Dass Kirby Schmutz ist, aber bis jetzt nicht tatsächlich. Heute hatte ich noch keinen Moment, wo ich mir dachte, Schmutz. Bis jetzt war das alles sehr, sehr schön und entspannt. Selbst der Endboss in Anführungszeichen war cool. Ist das... Nein, das war so dumm. Sehe ich aus, als hätte ich diese Fähigkeit gewollt. Nein. Actually, nah. Das soll mich auch nur aufhalten, oder? Let's go. Da war Pizza. Bitte sag mir, dass sie nicht despawnt. Let's go. Okay, weg, 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 weg. Okay, okay. Ich verstehe das Levelkonzept, aber dass man Items benutzt, um den Spieler zu hindern, muss das? Ich weiß es nicht. Bam! Zack, zack. Zu. Bam! Oh, holy, war das knapp. Uiuiui. Jetzt. Nein! Ich wollte unten in die Tür. Ich glaube, das hat man gemerkt. Oh, das ist so knapp. Das finde ich nicht gut. Elektrofritze? Der wird gekot geskippt. Mit dir will ich gar nichts zu tun haben, Herr Kollege. Okay. Ah ja. Ich kann Minen legen? Wie krass ist das denn? Hättet ihr auch? Okay, es bringt nichts. Ich mag das Levelkonzept dieses Renn zu. Ich finde das voll cool. Das Level gefällt mir maximal, hä? Das ist mega krass. By the way, guys, wenn ihr nichts mehr von so zu krassen Leveln verpassen wollt, würde es mich mega freuen, wenn ihr einfach den Kanal abonniert, dann verpasst ihr es nicht mehr. Und ein Like, um mir zu zeigen, dass euch die Folge auch so gefällt. Das wird mich super unterstützen. Und das zeigt mir, dass ihr mehr hiervon wollt. Der Smarte Bird hat direkt die Tür gesehen. Natürlich. Der Smarte Bird hat gesehen, dass er nicht die richtigen Kräfte dafür hat. Es tut mir leid. Nee, brauche ich gar nicht. Ich habe genug Leben. Tatsächlich. Um zu glauben, oder? Ja. Ich will ihn anzünden. Also. Ich glaube, das können wir auch gleich mal. What a Wang. What a Wang. Und die exploden sogar for real. Boom. Let's go. Das sieht so krass aus. Muss aber hier nach rechts warten, bis Herr Kollege hier explodiert ist. Wow. Ich finde auch dieses, dass die gegen meinen Monitor fliegen. Also so in Anführungszeichen. Finde ich mega cool, die Idee. Actually, welches? Also, weiß ich nicht. Gibt's bestimmt, hat bestimmt schon mal jemand gebracht. Aber hier finde ich es richtig passend tatsächlich. Kaum zu glauben. Haben wir alle drei? Natürlich haben wir alle drei. Nur Loser schaffen alle drei nicht. Also wirklich. Nur Loser werden hier getroffen. Also ich. Stupid. Komplett stupid. Boom.
Ich würde ungern da oben stehen, wenn alles explodiert. Aber ich meine ja bloß. Wada wang, hier geht's gut. Du. Super, keine Riesenbombe. Geh doch weg. Oh, die Explosion ist aber nicht deutlich größer. Und wieder ein kleines weiteres Secret, wo man mal reinschauen kann. Tun wir das doch direkt. Mal schauen, was uns dahinter erwartet. Ich habe ja immer die Hoffnung auf krasse, spannende... Ja, ich habe den... Oh, lol, ich wusste nicht, dass das geht. Ja, ich dachte jetzt tot, safe. Nein! Oh mein Gott, bitte. Geist, komm her. Rein da. Okay, okay, okay. Oh. Ich wollte doch nur die Wand weiter wegmachen. Und Kirby springt in den Tod. Oh, das ist sehr gut. Ja, bitte. Weiter, weiter, weiter. Nee, bitte, bitte, oh mein Gott. Was? Nein, ich wollte das doch in die andere Richtung machen. Von was habe ich Schaden genommen? Von meinem eigenen Stern, ich wusste nicht, dass das geht. Sorry, dass ich mich in dem Spiel doch nicht so gut auskenne. Raus, 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 bitte. Es hätte auch ganz schief gehen können. Es hätte auch ganz schief gehen können. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind alle zufrieden mit meiner Leistung. Und wir nehmen natürlich den Super Saiyajin Ninja. Also jeder, der den nicht nimmt, schlecht. Und ein weiterer Sphärenspuk. Er sieht aus, als wäre er krasser geworden. What's happening? Hallo? Ist er down? Ich hätte auch Bock auf eine Heilung. Das sieht gar nicht gut aus, muss ich an der Stelle mal erwähnt haben. Da habe ich schon Schöneres gesehen. Fantastisch. Vielen Dank. Ist ja was nicht so Gutes, da das Spiel schwerer wird. Habe ich es nicht mehr so einfach. Das macht's gar nicht besser. Aber wir haben auch schon direkt das Ziel erreicht. Haben wir jetzt eigentlich Welt 1 abgeschlossen? Von wie viel gibt es? Ich habe richtig Angst jetzt auf einmal. Leider nur Turm oder Ebene 2 erreicht. Aber ein bisschen Geld gibt's dafür. Ja, trotzdem ist ja gar kein Thema für uns. Und ich habe keine Ahnung, was uns jetzt als nächstes erwartet. Ich vermute mal schwer Stage 2, die sich hier unten befindet. Ja, finde ich, kann man noch mal hier ein bisschen gucken. Ich habe wieder bei Margolor was freigeschaltet. Margolor ist so ein toller Mensch, der gibt mir immer irgendwelche Aufgaben. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um Stage Nummer 2. Das finde ich sehr schön, nämlich. Und dann haben wir die 30 Minuten, glaube ich, hoffentlich gut erreicht und können die Folge beenden. Wir haben einfach die erste Welt durch, von weiß ich nicht, wie viel es gibt. Und vor dem Level habe ich Angst. Sage ich euch, wie es ist. Finde ich gar nicht gut. Finde ich gar nicht gut. Aber mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Kann sich auch ganz innovativ herausstellen. Guys, ihr wisst Bescheid. Hallo? Ah, das war auch Betrug jetzt hier. Das war jetzt auch Betrug. Kirby läuft nämlich tatsächlich in dieser Form hier schneller, weil er halt... Attacken ist nicht, oder? Heute angreifen? Scheinbar nicht. Bam.
Durch, durch, durch. Zack. Ich will das Eis. Wichtig, wichtig, wichtig. Okay. Durch. Bevor uns der von oben trifft. Wichtig, wichtig. So will ich das. So ist doch perfekt. Bam. Oh, wir können da oben gar nicht durch. Ich dachte, dass man da vielleicht durch kann. Aber straight up hier durchfliegen. Wunderschön. Da oben hätten wir den Eistypen von vorher gebraucht. Ja. Geist, wir achten nicht mehr auf die Gears. Das macht auch keinen Spaß. Also, habe ich ja schon mal gesagt. Deswegen, mir macht es viel mehr Spaß, hier durch die Levels auf. Vielleicht werde ich die 100% so ein bisschen off-cam grinden und wir gucken dann, was es für die 100% gibt. Falls es überhaupt was gibt. Oder wir machen es so wie mit Kirby und das Vergessene Land und wir streamen das Ganze nochmal an einem Donnerstag. Ja, ja, ja. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ich streame jetzt donnerstags. Das ist jetzt tatsächlich... Was heißt, ich streame ab jetzt donnerstags? Ich streame vermutlich ab einem noch nicht festgelegten Zeitraum regelmäßig donnerstags. Ich sag noch nicht, dass es jetzt straight up diesen Donnerstag damit losgeht. Ich muss mir das Ganze zeitlich noch ein bisschen einrichten. Deswegen, ich sag, es wird vielleicht noch 2-3 Wochen dauern und dann werde ich vielleicht wieder streamen können. Aber jetzt vorerst leider erstmal nicht. Ich habe die Zeit nicht dazu. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Wenn die Fische davon affektiert, also, ja, die kriegen auch Damage, das finde ich gut. Nee, da kommen wir auch nicht hin, weil wir... Doch, wir sind auch Stein, oder nicht? Wann haben wir unser Power-Up verloren? Keine Ahnung, aber wir haben es scheinbar nicht mehr. Ja... Ich dachte, das Ding würde jetzt in mir explodieren. Ich würde Damage... Oh! Was hast du für eine Fähigkeit? Was? Okay. Gibt's hier einen aufgeladenen Angriff? Stupid. Oh lol, das geht aber auch nur eine bestimmte Zeit. Ne, wir reden da nicht drüber. War vielleicht nicht meine beste Leistung, aber war eine Leistung. Hm, Hans, komm her. Hä? Wieso kann man die nicht einsaugen? Was ein Scam. Woher soll ich das denn wissen? Woher soll man denn wissen, dass man die nicht einsaugen kann? Das ist ein bisschen unfair. Aber es ist okay. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt vorher. Hallo? Ich weiß immer noch nicht ganz genau, was die Kriterien dafür sind, dass man sein Item verliert und oder behält. Aber es ist halt einfach ab und zu so. Wir nehmen jetzt das Item. Weil das kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. We will see. Oh, und ich kann jetzt... Ich verstehe den Sinn noch nicht ganz. Aha. Keine Ahnung. Machen wir einfach mal weiter. Bin zu alt, um das zu verstehen. Achso, ich bin so unverwundbar. Das wird mir gesagt. Das ist schön. Warum habe ich das nicht beim Endboss gehabt? Ich hätte es beim Endboss haben können, ist die Sache.
Woher? Ich sehe, worauf das Ganze hier hinausläuft. Geh weg jetzt! Imagine, ich wäre da runtergefallen. Komm, down hier. Ganz, ganz weg da. Wir haben ein Zahnrad. Ihr dürft mir alle mal auf die Schulter klopfen. Wir haben ein Zahnrad. Seid ihr stolz auf mich, Guys? Dankeschön. Und hier holen wir jetzt noch die 1. Easy, als wäre es nur ein Butterbrot. Kann man machen. Fand ich jetzt keine schlechte Leistung. Da bin ich zufrieden mit mir. Damit wäre Stage 2 abgeschlossen. Und wie es in Stage 3 weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Guys, wenn euch das Ganze gefallen hat, liken, abonnieren. Nächste Woche oder in 2 Tagen, 3 Tagen, 4 Tagen, wie auch immer, wieder dabei sein. Ciao, ciao.